Hallo, liebe Erstkommunionkinder. Ich darf euch sehr herzlich begrüßen. Ich stehe hier vor der St. Laurentiuskirche in Klarholz und ich begrüße euch natürlich auch sehr herzlich im Namen von Pfarrer Hengstebeck, von Pastor Kernbach, von Fika Klimanek, von unseren Gemeindereferentinnen Frau Schmidt und Frau Bochert, die mir gegenübersteht. Die könnt ihr jetzt nicht sehen, denn die dreht dieses Video. Der große Tag, auf den wir uns jetzt so lange vorbereitet haben, euer Erstkommuniontag, steht bevor. Wir haben uns, glaube ich, in Reda, in Herzeburg, hier in Klarholz gut vorbereitet auf diesen Tag. Und dieses Video soll ein Übungsvideo sein, das wir einfach noch mal kurz besprechen, wie die Erstkommunionfeier abläuft, was wir zu beachten haben. Und wenn ihr euch das vielleicht ein, zweimal anschaut, bin ich mir sicher, dass alle gut vorbereitet sind. Und dann können wir uns gemeinsam auf diesen für euch so wichtigen Tag wirklich freuen. Liebe Kommunionkinder, ihr seht, ich bin jetzt unten in der Kirche. Hier werdet ihr, nachdem ihr mit euren Eltern gekommen seid, dann alleine warten. Frau Bochert oder Frau Schmidt werden dann dabei sein. Eure Eltern gehen in die Bank auf ihre Plätze, so wie die anderen auch. Hier werden wir dann eure Kerzen, eure Kommunionkerzen anzünden und gemeinsam einziehen bis nach vorne in die Kirche. Und dort seht ihr dann natürlich eure Eltern, geht zu ihnen in die Bank und stellt eure Kerze auf den Kerzenständer, der dort an der Bank angebracht ist, dort, wo ihr sitzen werdet. Liebe Kommunionkinder, ihr wisst, die Heilige Messe hat zwei große Teile: den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Man kann das ganz leicht sehen, der Priester steht während des Wortgottesdienstes meistens zumindest hier am Lesepult, am Ambo, und bei der Eucharistiefeier dann am Altar. Ganz kurz zum Ablauf, eine kleine Wiederholung für euch. Wir hören hier, deshalb heißt dieser Teil ja Wortgottesdienst, Gottes Wort, das Wort aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel. Die Lesung aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen Testament. Und nach der Lesung, die vom Lektor oder der Lektorin vorgelesen wird, antworten wir, nachdem gesagt worden ist, Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Die ganze Gemeinde dankt Gott, dass sie das Wort aus der Heiligen Schrift gehört hat. Dank sei Gott. Dann kommt das Evangelium, das der Priester oder der Diakon vorliest. Ihr wisst, Evangelium heißt auf Deutsch dieses griechische Wort frohe Botschaft. Wir hören die frohe Botschaft von Jesus. Dazu stellen wir uns hin. Die Messdiener tragen Kerzen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Wir wollen deutlich machen, wir hören nicht nur von vergangenen Zeiten, was damals geschehen ist, sondern wir glauben, dass Jesus jetzt zu uns spricht. Da heißt es ganz oft, er sagte zu seinen Jüngern oder er sagte zu den Menschen. Jetzt sagt er es uns. Er spricht zu uns. Deshalb stehen wir auf. Und zu Beginn sagt der Priester aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, je nachdem, aus welchem Evangelium vorgelesen wird. Ihr seht die Bilder der vier Evangelisten jetzt hier von unserer Kanzel in St. Laurentius. Die Evangelisten sind für uns so wichtig. Ohne sie wüssten wir ja von Jesus nichts. Sie haben aufgeschrieben, was er gesagt hat, was er getan hat. Ob du stark bist oder stark, egal ob groß oder klein, ob arm, ob reich, ob arm.
Zu Beginn sagt der Priester aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, je nachdem aus welchem Evangelium wir hören. Und während die Gemeinde diesen Satz spricht, auch das habt ihr schon geübt im Weggottesdienst, schlagen wir drei Kreuzzeichen, Stirn, Mund und Herz. Und es sieht dann so aus, aus dem Heiligen Evangelium nach Markus, Ehre sei dir, o Herr. Wir segnen unser Denken, wir wollen verstehen, was wir hören, unseren Mund. Wir schweigen in diesem Augenblick, aber wir wollen auch von dem weitererzählen, was wir hören, und es soll unser Herz erreichen. Und nach dem Evangelium heißt es dann, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, und die Gemeinde antwortet, Lob sei dir, Christus. Nach der Predigt, liebe Kommunionkinder, kommt jetzt für euch ein ganz wichtiger Augenblick. Ihr bekennt euch zu eurem Glauben. Das, was damals bei der Taufe die Eltern für euch gesprochen haben, das könnt ihr jetzt selbst. Und zwar folgendermaßen, der Priester spricht das Glaubensbekenntnis vor, unterteilt in drei Abschnitte sozusagen, und ihr antwortet gemeinsam mit Ich glaube. Dreimal Ich glaube. Und dann eine vierte Frage, da heißt die Antwort zum Schluss Ich bin bereit. Und ihr werdet ein Heft in den Händen halten. Alle werden dieses Heft bekommen mit dem Ablauf der Erstkommunionfeier, mit allem, was die Gemeinde spricht, was ihr sprecht. Von daher braucht ihr das nicht auswendig zu können. Das habt ihr in eurem Kommunionheft dann vor euch. Während ihr das Glaubensbekenntnis sprecht, werden eure Kommunionkerzen brennen, auch an die Taufe uns erinnern. Das heißt, dass ein Elternteil bitte vor dem Sprechen des Glaubensbekenntnisses nach vorne kommt, natürlich auch einzeln, die Kommunionkerze an der Osterkerze entzündet, dann in die Bank zurückgeht, und sobald derjenige Elternteil, der die Kerze gerade entzündet hat, in der Bank ist, dann tritt der Nächste nach vorne und bis alle Kerzen dann entzündet sind. Ja, danach kommen dann die Fürbitten, und da wird es so sein, dass vier von euch jeweils eine Fürbitte vortragen dürfen. Das wird kurz vor der Kommunionfeier besprochen und aufgeteilt. Und wenn der Priester dann diese Fürbitten erwähnt, bittet er euch nach vorne. Ihr stellt euch hier nebeneinander auf und tragt dann eben die Fürbitte vor und geht dann gemeinsam wieder auf eure Plätze zurück in die Bank. Die Eucharistiefeier, der zweite Teil, beginnt dann mit der Gabenbereitung. Brot und Wein werden zum Altar gebracht. Und dann, liebe Kommunionkinder, ja, man könnte sagen, findet ein kleines Gespräch statt zwischen Priester und Gemeinde. Der Priester sagt, der Herr sei mit euch. Der Herr, also Jesus, soll mit uns sein. Und die Gemeinde antwortet mit einem Wunsch und mit deinem Geiste und auch mit dir. Und dann sagt der Priester, erhebet die Herzen. Unser Herz soll jetzt ganz hier sein, bei Gott sein. Die Gemeinde antwortet, wir haben sie beim Herrn. Nach einem Gebet, das gesprochen oder gesungen wird, und dem Heiliglied kommt der wichtigste Teil der Eucharistiefeier, die Wandlung. Jesus hat beim letzten Abendmahl
Worte gesprochen über Brot und Wein, die jetzt der Priester sagen darf, sprechen darf. Genau die Worte, die Jesus gesprochen hat. Und wir glauben, dass dann eben nicht mehr nur Brot und Wein auf dem Altar stehen, sondern Leib und Blut Christi. Jesus ist wirklich unter uns, in unserer Mitte. Und wenn wir die Kommunion empfangen, Kommunion, Gemeinschaft heißt ja dieses Wort übersetzt, Gemeinschaft mit Jesus, dann spüren wir seine Freundschaft, seine Liebe, seine Nähe in uns. So nah ist er uns, er schenkt sich hin. Das, was am Kreuz geschehen ist und seine Auferstehung, all das, was er für uns Menschen getan hat, ist hier in der Feier der Eucharistie, in Brot und Wein unter uns. So wie Brot sich verschenkt, damit andere leben können, hat Jesus sich verschenkt, damit wir Menschen leben können. Er ist in unserer Mitte. Dann kommt das Hochgebet, so sagen wir. Am Ende zeigt der Priester die Hostie der ganzen Gemeinde und sagt: Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und wir antworten: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, dass du zu mir kommst. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Danach wird die Kommunion jetzt für euch zum ersten Mal sein. Und das erkläre ich euch gleich unten, wie wir das konkret machen werden. Ja, ihr seht, ich stehe jetzt unten hier vor den Stufen an der Stelle, wo die Kommunion an die Gemeinde ausgeteilt wird. Und das will ich natürlich auch ein wenig erklären. Das ist ja schließlich der Augenblick, der wichtigste Augenblick für euch. Der Augenblick, in dem ihr die Heilige Kommunion zum ersten Mal empfangt. Und das wird dann so aussehen, ich stehe in der Mitte. Die einzelnen Familien kommen dann nach vorne, sodass direkt vor dem Priester das Kommunionkind steht, rechts und links die Eltern. Und dann werdet ihr, die Kommunionkinder, natürlich als erstes die Heilige Kommunion empfangen. Und wenn ihr dann bitte eure Hände so wie eine Schale fügt, auch etwas hochhaltet und ihr seht ungefähr, so wie ich jetzt meine Hände halte, so die Finger ein bisschen nach oben wie eine Schale. Auch ein schönes Zeichen, wir öffnen uns für Jesus, der jetzt zu uns kommt. Wir öffnen unsere Hände, aber vielleicht noch wichtiger, wir öffnen unser Herz für ihn. Und der Priester nimmt dann die Hostie, zeigt sie zunächst und sagt, der Leib Christi. Es ist ja kein normales Brot, das wir empfangen. Jesus ist in diesem Brot unter uns, schenkt sich uns wirklich, ist er da, seine Liebe, seine Freundschaft. Er ist das Brot des Lebens. Und dann antwortet ihr bitte mit dem kleinen Wort Amen, das ihr gut kennt. Und dieses Wort Amen heißt ja ins Deutsche übersetzt ganz schlicht und einfach Ja. Ich glaube, so ist es. Also noch einmal, der Priester nimmt die Hostie, zeigt sie, der Leib Christi, und ihr sagt bitte laut und deutlich Amen. Dann legt er die Hostie in die Hand und anschließend dann natürlich auch wird die Kommunion an die Eltern gegeben und dann nehmt ihr mit der Hand, mit der unteren Hand die Hostie und nehmt sie in den Mund. Und die Familie geht dann geschlossen von außen herum sozusagen in die Bank auf die Plätze zurück. Und direkt dann kommt die nächste Familie. Liebe Kommunionkinder, nach der Kommunion der ganzen Gemeinde
sprechen wir dann noch ein Dankgebet. Das heißt, ihr Kommunionkinder sprecht dieses Gebet. Auch das steht im Heft natürlich abgedruckt. Ja, und dann gehen wir nach dem Schlusssegen auseinander. Natürlich gibt es in diesem Jahr keinen gemeinsamen feierlichen Auszug, sondern alle verlassen die Kirche für sich. Liebe Kommunionkinder, schön, dass ihr euch dieses Übungsvideo, und ich bin mir ziemlich sicher, genau angeguckt habt. Vielleicht könnt ihr es ja nochmal ansehen mit den Antworten und mit den Dingen, die wichtig sind. Und ich bin mir sicher, dass wir alle in den unterschiedlichen Gruppen und Kirchen einen festlichen Erstkommuniontag begehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Noch einmal auch im Namen von uns allen, dass jeder von euch einen wunderbaren, schönen und auch gesegneten Erstkommuniontag haben werdet. Die Kommunionbilder in den Kirchen zeigen ja auch, dass wir untereinander verbunden sind als Kommunionkinder im pastoralen Raum Rheda, Herzebrock und Klarholz. Also alles Gute euch und bis dann. Jesus, dich lieb.